bekannt. Ja, mich würde es wundern, wenn es nicht bekannt wäre. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder eine Stockwerk tiefer. Ich fahre erstmal zur Basis. Plonk. Alter, dass dieses Auto noch fährt. Wahnsinn. Kann das auch Turbo? Hat Turbo diese auch. Gibt viel, meist schnell. Was? Hier ist irgendwas. Hier war irgendwas. Hier liegt was. Oder hier liegt jemand. Das ist viel richtiger. Aua! Direkt erstmal im Metzen rein. Okay. Ich glaube, ich verstehe, warum die Leute hier sterben. Das ist mir jetzt bewusst geworden. Aber wir haben eine Waffe gefunden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ne? Also, ich muss schon zugeben, einige Saarländer haben es halt echt faustdick in den Ohren, ne? Ja, gell? Warum sind die nicht mutiert? Warum? Einiges ist hier gar nicht mutiert. Zumal, warum muss immer alles mutieren? Ja, was los, Crest? Komm rein! Arthur, ich habe gerade Damir in der Leitung. Nimm also Platz, ich bin gleich. Was los? Willkommen zurück in der Basis. Ach du Scheiße. Was ist los mit euch? Warum ist hier ein... Komm, nimm Platz, Arthur. Du musst erschöpft sein. Wiederhole. Ja, ich kann keinen Platz nehmen. Ihr habt den Scheißofen hingestellt. Platz, Arthur. Ja, du sag mal. Okay, jetzt pennen erstmal alle. Ich würde gerne meine Waffe aufbessern. Verstanden. Ah. Da ist ein Stuhl. Miller, Ende und aus. Miller, Ende und aus. Hast du sie? Gute Arbeit, bitte schön. Gute Neuigkeiten. Artyom hat die Karte. Ich muss was trinken. Gut gemacht, Artyom. Idiot, fang schon mal damit an. Ich komme später dazu. Das sind viele da. Nimm einen Schluck. Je eher wir sie analysiert haben, desto besser. Die Karten haben. Danke. Jetzt müssen wir nur noch einen Ausweg von hier finden. Und das ist der schwierige Teil. Wir brauchen Wasser für die Aurora und das Team, wie du sehen kannst. Stefan, Duke und Aljoscha liegen bereits dehydriert flach. Außerdem brauchen wir Treibstoff. Die einheimischen Banditen haben das alles. Ich habe bereits ihren sogenannten Baron kontaktiert, aber seine Bedingungen sind inakzeptabel. Duel hat uns gesagt, wo es Wasser gibt, aber es wird natürlich gut bewacht. Damir hat die Stelle ausgekundschaftet und meint, dass wir sie heimlich infiltrieren können. Machen wir. Also, Artyom. Wenn du bereit bist, triffst du dich mit Damir. Ja. Euer Ziel ist es, Wasser zur Aurora zu bringen. Scheitern ist keine Option. Viel Glück, Artyom. Wir zählen alle auf euch. Crest, wie ist das Wetter? Der Sturm ist plötzlich vorüber zu sein. Ich gehe zurück zum Posten. Opa Yama? Perfekt. Hast du noch Wasser übrig? No. Tja. Wo sollte ich das denn haben? In deiner unantastbaren Reserve natürlich. Ich habe keins. Ich habe nicht einmal eine Feldflasche. Der Sturm geht echt schnell vorbei. Warte bis zum Mittag. Dann bekommen wir alle etwas. Alter, das muss schon hart sein. Die verdursten einfach hier. Der ist auch verdurstet? Und der ist auch verdurstet. Ah, die verdursten ja einfach so knallhart. Und Artyom geht's gut. Wo ist die Bank nochmal? Wo ich hier alles reparieren kann. Hallo? Was hast du herausgefunden, Idiot?
Was soll ich sagen? Ah, wir sind definitiv nicht umsonst hergekommen. Du hast freie Hand. Unsere Situation ist kritisch. Meine Werkbank steht ein paar Tage noch. Da können wir nicht einmal mehr eine Meute Wildhunde angreifen, geschweige denn die Banditen. Ja. Okay. Sehr schön, danke. Also danke, Tokarev, nochmal für... Du hast also einen Überblick? Scheint so. Mutsch. Die Strahlungswerte sind in Farbe dargestellt. Ha, wir haben hier sogar die Strahlung erfasst. Von wann ist die Karte? Ein bisschen älter. Hoffen wir, dass die Lage sich seitdem nicht verschlechtert hat. Die Handpumpe gefällt mir. Welche Karten haben wir? Mittelasien, Westsibirien, den Ural und den europäischen Teil des Landes. Was ist das? Aha, ich verstehe. Die Waffen verändern sich nicht. Ost fehlt. Seltsam. Ich sehe da zwei Optionen. Entweder war Fernost außerhalb des Satellitenbereichs. Oder? Könnte man echt gut machen. Oder jemand hat sich die Karten des Ostens vor uns geschnappt. Wenn das der Fall ist, dann haben sie uns aber noch einiges zurückgelassen. Wo sollen wir suchen, Herr Oberst? Die Großstädte können wir vergessen. Das waren die Hauptziele. Der Arsch der Welt dürfte aber auch nicht allzu interessant sein. Das ist ein Schnupper. Dort scheint es sauber zu sein. Kein Wunder, nur Steppe. Was, wenn wir nach Norden gehen? Norden... nicht gut, siehst du? Da gibt es starken Fallout. Nach 20 Jahren dürfte er nachgelassen haben, aber ich würde trotzdem nicht lange dort bleiben wollen. Ja, das wird wohl noch etwas dauern. Das Ding hat wahrscheinlich einen richtigen Durchschlag. Sieh dir diese Bahnstrecke an. Wahrscheinlich werden wir die nehmen, um hier rauszukommen. Das ja, sieht im Moment nach unserem das einzigen gefällt mir Ausweg nicht. Aus. Und deshalb sollten wir ja, sie ich uns genauestens grade, ansehen. Ob man nicht sowas nehmen kann. Was, wenn wir diese Abzweigung nehmen? Ein See, ein Fluss? Die Strahlung ist auch nicht sehr hoch. Gleich. Sieht vielversprechend aus. Oh. Da sieht es allerdings etwas ungewöhnlich aus. Das ist ja, auch wieder nur eine Nacht. Eine große Stelle im Norden. Die Gegend scheint in Ordnung zu sein. Das ist ja die, die wir sogar jetzt gerade haben. Die Infrastruktur ist intakt. Wir sollten auf jeden Fall unsere Optionen ausloten. Andere Länder ziehen wir überhaupt nicht in Erwägung? Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan? Ja klar, am besten auch noch Neuseeland. Es ist doch gar nicht auf den Karten. Okay, ich lasse die mal ein bisschen ausreden. Ich überlege, also ja. Ah, guck mal. Dann geben wir dem das hier. Also ich versuche so ein bisschen... Ich habe, also mein Ziel ist ja jetzt gerade, das Wasser zu holen. Einerseits. Das ist einer der wichtigen Sachen, die wir jetzt brauchen. Die würde ich jetzt auch gerne angehen. Also, das macht am meisten Sinn. Die so zu nehmen. Die ist zwar laut. Und wenn ich aber nicht infiltrieren will, kann ich auch einen 30er... Ich büße andere Sachen ein. Hier bekomme ich ja nichts Neues dazu. Wobei eigentlich so ein Infrarotlaser... Das würde mir gefallen, weil das wäre ja eine krasse Sache. Okay. Hier hatten wir ja das hier dazu bekommen. Leichter handgefährlicher Schaft mit Rückschuss ein wenig. Und das ist dann halt ein richtig guter Schaft. Okay. Ich glaube, so könnten wir arbeiten. Denk dran, deine Waffen regelmäßig zu reinigen. Ja, also die, ich glaube, die macht am meisten Sinn. Die hat ein langes Geratchen vorne, die hat einen guten Zoom. Kann ich... Die könnte das echt gut machen. Und ich brauche dann nur noch eine Munition, dann brauche ich auch den Revolver nicht mehr. Hallo Bernhard, ich grüße dich. Na, wie geht es dir? Machen wir mal hier ein bisschen Zeug, dann zerlege ich das hier mal.
So. Die Munition finde ich auch en masse. Ich habe die auch kaum benutzt, also relativ wenig tatsächlich. Ich hätte, also ich habe die andere probiert in der Hoffnung, dass ich ein gutes Gewehrchen bekomme. Also wirklich ein gutes Scharfschützengewehr. Ist leider halt nicht so geworden. Also es gibt ja dieses Scharfschützengewehr, was, also ich kann es ja nochmal zeigen. Nein. Nein, hä? Das ist ja gar nicht mehr hier. Oder bin ich doof? Bulldog. Der Taumler. Nein. Die Gatling, die Valve. Was, die Valve? Ja, genau die hier. Und ich habe gehofft, dass ich die nehme, weil die hat einen unfassbar großen Schaden. Das habe ich nämlich gedacht. Dass ich die nämlich nehme. Aber dafür haben wir sonst nichts mehr. Ne? Also die hat, gut. Die hat jetzt mehr Stabilität und so, ne? Die hat echt ein kleines Magazin. Wir haben ja dieses Reihenmagazin, ne? Die macht aber diesen Schaden einfach. Und ich würde gerne. Ja, gucken wir nochmal drüber. Sorry, ich würde halt gerne die hier haben. Na, wobei, ne? Das Einzige, was mich stört, ist halt, wir haben nur eine Nachtsicht. Und das will ich nämlich nicht. Ne, mit einem Reihenmagazin hätten wir 5 Patronen drin. Infrarot hätten wir alles, ja. Aber mir fehlt ein gute Optik. Das ist das, was mich echt stört. Wir gucken mal ganz kurz, vielleicht kann man die Nachtsicht ausmachen. Es gibt auch nochmal die hier, aber die ist nicht so schön. Das hier. Das ist ein schönes Gerätchen hier vorne. Die wird halt so viel Schaden machen. Guck dir das mal an. Diese Nachtsicht. Ich kann es halt nicht ausmachen. Ah, Mann. Aber alles in allem, das bringt nichts. Eigentlich gar nicht so schlecht. Dann muss ich halt gut platziert schießen jetzt. Mhm. Jo, jo, jo. Okay. Geht halt nicht anders. Schade. Gut. Das macht einfach mehr Sinn. Kann man auf Einzel schießen? Nee. Werf dort noch ein Messer. Ich drücke immer den falschen Knopf, Alter. Liegt hier irgendwo mein Messer? Hey, Jungs, habt ihr mein Messer? Habt ihr nicht? Okay. Dann habe ich die hier und dann habe ich die hier. Das Problem ist, wenn mir bei anderen die Munition ausgeht, habe ich ein Problem. Das ist so der Nachteil gerade. Apropos, ich könnte nochmal ein, zwei Munitionsdinger machen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Geht auch nicht mehr, zum Beispiel. Aber okay, passt. Alles gut, alles gut. Das Ding ist halt echt gut. Okay, wo ist mein Auto? Mann, ey Mann, wo ist mein Auto? Wir haben ein paar Missionen zu machen. Wir haben einmal das Wasser zu holen und einmal gleich hier oben noch eine kleine Mission, noch ein kleines Fragezeichen. Die beiden Sachen können wir machen. So, mach mal die Kiste auf. Das ist quasi hinter uns, da wo wir eben waren. Und gib Gas. Guck mal, wir haben zwei Schwarzwälder Kirschtorten bei uns in der
im Chat hier noch. Das ist auch wunderschön. Na, ihr Schwarzwälder Kirschtorten. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Ja, er soll reden. Wir müssen hier unter Erwachsenen sprechen, meine Herren. Also scheucht eure Primitiven von den Funkgeräten weg. Erledigt? Gut. Ich habe gehört, dass Muschel den Leuten gesagt hat, ich hätte Schweiß ihn nicht verbrennen sollen. Und dass Schweiß ja ein guter Mann war. Dass ich wegen einer dummen Scheiße, die wir uns für die Primitiven ausgedacht haben, überreagiert habe. Wen interessiert, ob er betrunken war und in Sichtweite der Sklaven in die heilige Flamme gepinkelt hat? Naja, ich habe Muschel jedenfalls gerade erledigt. Da kann man nichts machen. Jene von euch, denen er was schuldet, werden von seiner Frau entlohnt. Die ist es wert. Um also weitere Vorfälle wie diesen zu vermeiden, muss ich euch jetzt etwas sagen. Insbesondere den Neuen unter euch. Sagt mir, warum gehorchen die Primitiven uns? Weil sie uns fürchten? Teilweise schon. Aber Furcht vor Menschen ist nicht absolut. Wenn das Leben so beschissen ist, dass man nichts zu verlieren hat, dann kommen einem rebellische Gedanken. Selbst wenn man zu den einfachsten Primitiven gehört. Und können wir das zulassen, meine Herren? Nein, das können wir nicht. Genau deshalb brauchen die Primitiven ihren Glauben. Den Glauben an hohe Mächte, die eine Welt schaffen, wie wir sie brauchen. Mit Meister und Sklave. Nicht ein Mensch mit Waffe, sondern die Wüste. Das Universum selbst hat diese Weltordnung geschaffen. Eine Macht, die von Waffen und nur von Waffen gestützt wird, endet unausweichlich durch Waffen. Aber eine Macht, die von Waffen und Glauben gestützt wird, ist ewig. Daran müsst ihr immer denken, meine Herren. Deshalb sage ich immer, wenn ihr einen Sklaven seht, der die heilige Flamme nicht anbetet, tötet ihn. Das ist zwar ein Verlust, aber es wird sich zweifellos auszahlen. Denkt daran, dass die heilige Flamme dies so will. Dass das Universum es so will. Und ich möchte sicherstellen, dass es diesbezüglich keine Missverständnisse mehr gibt. Der Baron hat gesprochen, alles klar. Okay, also die haben eine andere Gesellschaft aufgebaut. Eine ganz, ganz, ganz andere. Die haben eine ganz andere Philosophie. Ja, ne? Ach, hier ist Anna. Staub. Du hustest zu viel. Die hustet die ganze Zeit. Hier ist nichts staubig. Aua. Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stefan. Folgendes habe ich jedenfalls in Erfahrung bringen können. Ja. Siehst du den Kran am Dock? In der Kabine ist jemand. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Mhm. Solltest du dir also mal ansehen. Vielleicht ist da ja auch jemand mit das drin. Siehst du es? Naja, es ist nicht wirklich kaputt gegangen, sondern vielmehr sorgfältig zerlegt worden. Das hier oder das hier? Ich habe Laster mit Käfigen an diesem Boot ankommen sehen. Anscheinend halten die Banditen dort ihre Gefangenen fest. Das da. Ich bin überall, Chef. Du hast es sogar geschafft, dir das Flugfeld anzusehen. Ich beneide dich. Ja. Während ihr nach der Karte gesucht habt, ist bei uns ein neues Problem aufgetreten. Das Wasser. Sag an. Wohin mit mir? Ich beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Also ich werde da mal hochgehen. Ich glaube, ich laufe da sogar. Na, wobei, nee. Jetzt komme ich nie wieder hoch. Immer wenn du meinen Stream schaust, schmiert dein Internet ab. Also bitte, Bernhard, ja. Also, ich fühle mich dezent. Wo ich lasse das Ding hier oben. Ich muss da runter. Hier mit dem Seil. Also, Bernhard, ich verbitte mir das, ja. Das ist höchst diskriminierend. Ja. Ich wette mit dir, Huxel hat damit zu tun. Kannst du das blöde Ding mal anvisieren? Was geht's?
Und Lorona da.